Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen vermissten Fall aus den USA. Alexandria Lowitzer fuhr am Nachmittag des 26. April 2010 mit dem Schulbus von der Schule nach Hause, als sie ihre Mutter anrief, um ihr zu sagen, dass sie ihren Hausschlüssel vergessen hatte. Die 16-Jährige, die es vorzog, Ali genannt zu werden, fragte auch, ob es für sie in Ordnung sei, zu Fuß zum Burger Barn zu gehen, wo sie arbeitete, um ihren Gehaltscheck abzuholen. Ihre Mutter Joanne sagte ihr, sie solle sich keine Sorgen machen, dass sie ihren Hausschlüssel nicht habe, da ihr älterer Bruder noch im Hause sei und die Tür wäre unverschlossen. Sie hielt es jedoch nicht für eine gute Idee, dass Ali ihren Lohn zu Fuß abholen wollte. Obwohl die Burger Barn weniger als eine halbe Meile von ihrem Haus in Spring, Texas entfernt war, war Ali noch nie zu Fuß dorthin gegangen. Sie hatte erst vor kurzem angefangen, dort zu arbeiten und ihre Großmutter hatte sie immer gefahren. Es war ein kurzer Weg, aber es gab keine Bürgersteige entlang der Hauptstraße, die Ali nehmen musste, um dorthin zu gelangen. Wie die meisten Teenager konnte auch Ali sehr hartnäckig sein. Sie flehte ihre Mutter an und versicherte ihr, dass sie vorsichtig sein würde. Außerdem wollte sie herausfinden, ob es möglich war, dass sie an diesem Abend eine Schicht in Burger Barn übernehmen konnte, um sich etwas Geld dazu zu verdienen. Ali arbeitete erst seit 5 Wochen in der Burger Barn und es war ihr erster Job. Ihr gefiel die Idee, ihr eigenes Taschengeld zu verdienen. Joanne lenkte schließlich ein und sagte Ali, sie solle ihr eine SMS schicken, wenn sie bei der Arbeit bleibe, damit Joanne wisse, wann Ali am Abend nach Hause gefahren werden müsse. Ali versprach ihrer Mutter, dass sie sich später bei ihr melden würde. Ali stieg dann gegen 15 Uhr an ihrer üblichen Haltestelle an der Low Ridge Road aus dem Schulbus aus. Die Überwachungskamera des Busses zeigte, wie sie und 2 männliche Mitschüler dort ausstiegen und dann in unterschiedliche Richtungen gingen. Die Jungen gingen direkt nach Hause, während Ali von der Low Ridge Road abbog und in Richtung der Burger Barn an der Ecke Cypresswood Drive und Triashvik Road ging. Ihre Klassenkameraden waren die letzten, die berichteten, Ali an diesem Tag gesehen zu haben. Denn sie kamen weder zur Arbeit noch nach Hause zurück. Joanne kam an diesem Abend gegen 17.30 Uhr von der Arbeit nach Hause und war überrascht, das Haus leer vorzufinden. Da sie nichts von Ali gehört hatte, nahm sie an, dass der Teenager einfach seinen Lohn abgeholt hatte und nach Hause gegangen war. Sie schickte ihr eine SMS mit der Frage, ob sie eine Schicht bei der Arbeit übernehmen konnte, erhielt aber keine Antwort. In der Annahme, dass Ali auf der Arbeit beschäftigt war und nicht sofort Zugang zu ihrem Telefon hatte, war Joanne nicht allzu besorgt. Als sie keine Antwort von Ali erhielt, beschloss sie, um 21 Uhr zur Burger Barn zu fahren. Das war die Zeit, zu der Ali normalerweise abends mit der Arbeit fertig war. Aber als Joanne an diesem Abend zum Restaurant ging, war es bereits dunkel und leer. Von Ali und den anderen Angestellten war keine Spur zu sehen. Es war offensichtlich, dass sie bereits geschlossen hatten und nach Hause gegangen war. Joanne geriet in Panik und rief weiterhin Alis Handy an, während sie in der Gegend herumfuhr und versuchte herauszufinden, wo sie sein könnte. Ali hatte zwar einen großen Freundeskreis, ging aber nur selten zu ihm nach Hause. Sie zog es vor, Freunde zu sich nach Hause einzuladen. Und es war ungewöhnlich für sie, so spät in der Nacht noch von zu Hause weg zu sein. Joanne fuhr noch etwa 1 Stunde lang herum und kehrte dann nach Hause zurück, um dort nach Ali zu suchen. Das Haus war dunkel und still und Joanne war sich sicher, dass etwas nicht stimmte. Sie und Alis Vater, John Lowitzer, hatten sich vor kurzem scheiden lassen, aber er wohnte in der Nähe. Joanne rief ihn an, um zu fragen, ob er vielleicht etwas von Ali gehört hatte. Aber er war genauso verwundert wie Joanne. Die beiden beschlossen, dass es an der Zeit war, die Polizei einzuschalten. John kam zu Joanne ins Haus und war bei ihr, als ein Streifenpolizist des Harris County Constable Office auf Joannes Notruf reagierte. Es war kurz vor Mitternacht, als die Polizistin eintraf, und sie schien nicht allzu besorgt zu sein. Sie stellte ein paar grundlegende Fragen über Ali und sah sich kurz im Schlafzimmer des Teenagers um. Sie fragte John und Joanne, ob es früher an diesem Tag irgendeinen Streit mit Ali gegeben habe. Aber Joanne beharrte darauf, dass alles normal gewesen sei. Ali hatte sich anfangs darüber geärgert, dass Joanne ihr nicht erlaubte, zur Burger Barn zu gehen, aber Joanne hatte nachgegeben und Ali ging es gut, als sie ihr Gespräch am Nachmittag beendeten. Die Polizistin versuchte den besorgten Eltern zu versichern, dass Ali sich wahrscheinlich nur wie ein typischer Teenager verhielt und bald zurückkehren würde. Sie riet ihnen, morgen früh die Polizei anzurufen, wenn sie immer noch nichts von ihr gehört hatten. John und Joanne waren nicht erfreut über die schnoddrige Haltung
der Polizistin, aber sie konnten wenig tun. Alis Bruder Mason rief einige seiner Freunde an und sie fuhren die ganze Nacht in der Gegend herum, um nach Ali zu suchen. Joanne rief weiterhin Alis Freunde an, aber niemand hatte sie gesehen, seit die Schule an diesem Tag zu Ende gegangen war. Um 5 Uhr morgens gab es immer noch kein Zeichen von Ali. Joanne wusste, dass etwas ganz und gar nicht stimmen konnte. Und John stimmte ihr zu. Um 9 Uhr morgens riefen sie erneut die Polizei an und versuchten, sie davon zu überzeugen, dass die Situation ernst war. Sie glaubten nicht, dass Ali eine Ausreißerin war, da alle ihre Sachen noch in ihrem Zimmer waren. Die einzigen Dinge, die sie bei sich hatte, als sie aus dem Schulbus stieg, war ihr Handy und ihr Rucksack. Ihr Portemonnaie, ihr Geld, ihre gesamte Kleidung und ihr Make-up waren in ihrem Zimmer zu Hause geblieben. John und Joanne waren offensichtlich in Not, aber die Polizei war immer noch nicht überzeugt. Sie glaubten, dass Ali eine Ausreißerin war und nach Hause zurückkehren würde, wenn sie dazu bereit war, und weigerten sich, einen Vermisstenfall zu eröffnen. Da sie erkannten, dass sie ihre Zeit verschwendeten, beschlossen Alis frustrierte Eltern auf eigene Faust, Nachforschungen anzustellen. Nachdem sie mit dem Schulbusunternehmen gesprochen hatten, erfuhr Joanne, dass jeder Bus mit einem Videoüberwachungssystem ausgestattet war. Sie und John konnten sich die Aufnahmen ansehen, aus denen hervorging, dass Ali im Bus saß, als sie das letzte Mal mit ihrer Mutter gesprochen hatte und dass sie an ihrer normalen Haltestelle ausgestiegen war. Sie bemerkten, dass 2 ihrer Klassenkameraden an derselben Haltestelle ausstiegen und sprach mit ihnen, um herauszufinden, ob sie sich an irgendetwas erinnern konnten, das nach der Abfahrt des Busses passiert sein könnte. Die Jungen erklärten, dass sie beide auf dem Weg nach Hause waren, Ali aber allein in die entgegengesetzte Richtung gegangen war. Da er nun sicher war, dass Ali zumindest in Richtung der Burgerbahn gegangen war, fuhr John dorthin und sprach mit dem Manager, der am Nachmittag zuvor gearbeitet hatte. Er erzählte John, dass er Ali während seiner Schicht überhaupt nicht gesehen hatte und dass sie auch nicht gekommen war, um ihren Gehaltscheck abzuholen, der immer noch im Büro lag. Es schien, als hätte Ali es nie zur Burgerbahn geschafft. Als John bemerkte, dass sich gegenüber dem Restaurant eine Tankstelle mit einer Überwachungskamera befand, ging er dorthin und bat darum, das am Vortag aufgezeichnete Bildmaterial zu sehen. Ali hätte direkt an der Kamera der Tankstelle vorbeilaufen müssen, um zum Burgerbahn zu gelangen. Aber auf den Aufzeichnungen war sie nicht zu sehen. Dies bestätigte die Aussage des Tankstellenbetreibers, dass er Ali am Vortag nicht gesehen hatte. Es war klar, dass sie es nie bis zum Einkaufszentrum geschafft hatte, in dem sich die Burgerbahn befand. Irgendwo zwischen der Bushaltestelle und dem Restaurant war Ali verschwunden. Joanne war in der Lage, Alis Telefonaufzeichnung zu besorgen und sie erfuhr, dass sie nicht die letzte Person war, die am Tag ihres Verschwindens von Ali gehört hatte. Nachdem sie um 14.45 Uhr mit ihrer Mutter gesprochen hatte, schickte Ali eine SMS an einen männlichen Freund. Sie fragte ihn, ob er später am Tag vorbeikommen wolle, wenn sie nicht arbeiten müsse. Aber er sagte ihr, er sei beschäftigt und John setzte sich mit diesem Freund in Verbindung. Aber es war klar, dass er nach dem SMS-Austausch keinen weiteren Kontakt mit Ali hatte und eben auch nichts mit ihrem Verschwinden. Alis Handy zeigte an, dass sie sich zuletzt am Rande ihres Viertels befand, in der Nähe der Stelle, an der sie aus dem Bus gestiegen war. Es war, als wäre sie verschwunden, sobald sie um die Ecke bog, um ihren Weg nach Burgerbahn anzutreten. Da sie nicht wussten, was sie sonst noch tun konnten und die Polizei immer noch davon überzeugt war, dass Ali von zu Hause weggelaufen war, wandte sich die Familie an das Laura Recovery Center, eine gemeinnützige Gruppe, die sich für die Verhinderung von Entführung und Wiedererlangung verlorener und entführter Kinder einsetzte. Die Gruppe erstellte offizielle Flugblätter für Vermisste und half der Familie, diese in der Gegend zu verteilen. Die Familie setzte außerdem eine Belohnung von $25.000 für Hinweise aus, die zum Auffinden von Ali führten. Das Laura Recovery Center half der Familie auch bei der Organisation groß angelegter Suchaktionen in dem Gebiet, in dem Ali zuletzt gesehen worden war, und setzte sich dafür ein, dass der Fall in den lokalen Medien bekannt gemacht wurde. Ende Mai hatte der Fall dann so viel Aufmerksamkeit erregt, dass die Polizei gezwungen war, ihn zur Kenntnis zu nehmen. Deputies der Harris County Constables hatten die erste Anzeige aufgenommen, aber der Fall wurde nun an das Harris County Sheriff's Office übergeben. Innerhalb weniger Stunden klopften Mordkommissare an Joannes Haustür. Die Familie freute sich, dass der Fall endlich ernst genommen wurde, aber das bedeutete auch,
dass sie selbst einer eingehenden Prüfung unterzogen werden würden. Die Ermittler der Mordkommission begannen ihre Ermittlungen immer in der Nähe der Familie. Alis Vater John wurde zunächst mit einigem Misstrauen betrachtet und stundenlang verhört. Auch Alis älterer Bruder Mason, der allein zu Hause war, als Ali am Tag ihres Verschwindens aus dem Schulbus stieg, wurde unter die Lupe genommen. Auch er wurde stundenlang verhört. Er sagte der Polizei, er habe gehört, wie der Schulbus die Schüler abgesetzt habe, beharrte aber darauf, dass Ali an diesem Tag nie zu Hause gewesen sei, nachdem sie von der Schule zurückkehrte. Kurz darauf ging er zur Arbeit und sah seine jüngere Schwester nicht mehr. Joanne, John und Mason wurden alle einem Lügendetektortest unterzogen und die Ermittler stellten fest, dass jeder von ihnen die Wahrheit sagte. Joanne und John wurden von jeglicher Beteiligung an Alis Verschwinden freigesprochen. Obwohl Mason den Lügendetektortest bestand, wurde er offiziell nicht entlastet. Da die Ermittler noch immer nicht vollständig klären konnten, wo er sich zum Zeitpunkt des Verschwindens seiner Schwester aufhielt. Mason hatte immer behauptet, er habe nichts mit dem Verschwinden zu tun und er wurde nie als Verdächtiger genannt. Nichts an Ali deutete darauf hin, dass sie von zu Hause weggelaufen sein könnte. In ihrem zweiten Jahr an der Spring High School hatte sie sich gut geschlagen, war brav und geriet nie in Schwierigkeiten. Sie spielte in einem Softballteam, war bei den Pfadfindern und freute sich darauf, endlich alt genug zu sein, um einen Job zu haben. Sie war künstlerisch sehr veranlagt und obwohl sie sich gerne dunkel kleidete und viel dunklen Eyeliner auftrug, hatte ihre Persönlichkeit nichts Düsteres an sich. Sie brachte die Leute gerne zum Lachen und sang gerne in ihrem Highschool-Chor. Ali war ein sehr geselliges Mädchen, das gerne mit ihren Freunden in Kontakt blieb. Aber sie zog es vor, dies bequem von ihrem Zimmer aus zu tun. Bevor sie verschwand, hatte sie ihr Handy häufig benutzt und normalerweise Tausende von Textnachrichten pro Monat mit ihren Freunden hin und her geschickt. Keiner von ihnen konnte sich vorstellen, dass Ali einfach abhauen würde. Und keiner ihrer Freunde hatte seit ihrem Verschwinden etwas von ihr gehört. An diesem Tag verstummte ihr Telefon und wurde nach 14.50 Uhr nicht mehr benutzt. Joanne und John haben sich unermüdlich auf die Suche nach ihrer Tochter gemacht. Obwohl sie dankbar waren, dass die Polizei endlich eine ernsthafte Untersuchung eingeleitet hatte, um herauszufinden, was mit Ali geschehen war, wollten sie ihre eigenen Ermittlungen nicht einstellen. Stattdessen beauftragten sie einen Privatdetektiv und setzten ihre Suche nach Ali fort. Der Privatdetektiv stellte die Theorie auf, dass Ali ein Opfer des Menschenhandels war und auch die Polizei zog dies in Betracht. Die Ermittler haben nie Beweise gefunden, die darauf hindeuten, dass Ali nicht mehr am Leben ist. Obwohl ihr Fall der Mordkommission zugewiesen wurde, geschah dies aus politischen Gründen, da nur wenige Hinweise auf ihren Aufenthaltsort eingegangen sind. Die Suche nach Ali wurde fortgesetzt und die Polizei geht davon aus, dass es Menschen gibt, die wissen, was mit ihr geschehen ist und über die Informationen verfügen, die sie zur Lösung des Falls benötigen. Ali Lobitzer war 16 Jahre alt, als sie 2010 verschwunden ist. Sie hatte blaue Augen und braunes Haar. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie 1,70 Meter groß und wog 145 Pfund. Zuletzt wurde sie mit einem weißen T-Shirt, einer schwarz-weiß karierten Röhrenjeans, einem grauen Kapuzen-Sweatshirt, das vorne einen Reißverschluss hatte und schwarzen Turnschuhen gesehen. Sie trug einen mehrfarbig karierten Rucksack und ein blaues LG-Handy bei sich. Sie hatte eine rosafarbene Zahnspange an den oberen und unteren Zähnen. Und ihre Nase und Ohren waren gepierst. Ja, ich würde mal sagen, da muss sie tatsächlich einer auf dieser Strecke von der Bushaltestelle bis zu dem Burgerladen abgefangen haben. Und es muss im Prinzip wohl, finde ich mal fast vermuten, so gewesen sein, dass sie dort lief und dass dann ein Auto an sie herangefahren ist. Es gab ja wohl keinen Bürgersteig und vielleicht irgendwie ein Gespräch mit ihr angefangen hat. Und dann wurde sie ins Auto gezerrt, eventuell von einer zweiten Person. Nur so kann ich mir das vorstellen. Ansonsten macht es keinen Sinn, auf dieser Strecke zu verschwinden und das am helllichten Tag. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!